sondern China. Auch wenn du da guckst, landest du im Endeffekt, der Gipfel aller Aktionen ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ich mag es nicht, über das Wort Sunna und Shia zu sprechen, denn das Wort Sunna und Shia, ich bin der Überzeugung, dass die Muslime alle einen Ursprung haben. Was aber meine Überzeugung ist, dass die Gruppe, es gibt die Gruppe, die den Propheten liebt und seine Ahlul-Welt liebt. Und alles andere, was kommt, ist die andere Gruppe. Fällt weg. Aber Muslime sind Muslime. Und das Ziel und die Zentralachse, die zentrale Achse ist immer der Prophet. Es dreht sich alles um den Propheten. Sallallahu alaihi wa sallam. Und wie gesagt, die Einheit ist wichtig. Einheit auf der Basis des Fundaments La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist der Segen Allahs wiederum, dass wir alle Muslime, egal von welcher Strömung wir sind, wir haben den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet steht an oberster Stelle. Der Prophet steht an erster Stelle. Und sind sich alle Muslime einig? Alle Muslime sind sich einig? Koran und der Prophet. Und das ist der größte Segen. Ihr werdet in vielen anderen Glaubensrichtungen sehen, wo die fundamentale Unterschiede haben. In Glaubensfragen. Im Islam ist es nicht so. Im Islam die fundamentalen Sachen sind alle eins. Aber wie gesagt, obwohl ich gegen diese Unterscheidung bin, wir müssen aber es akzeptieren, dass die Geschichte halt so gewesen ist. Die Geschichte lehrt uns, es gab zwar eine Spaltung und diese Spaltung müssen wir einfach hinnehmen. Wir müssen es hinnehmen. Aber die Überzeugung, die ich habe, ist, diejenigen sind auf dem wahren Weg, auf dem richtigen Weg, die die Liebe von Ahlul Bayt in sich gegeben haben, in sich gefunden haben. Denn die Liebe zu Ahlul Bayt gehört zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran befahl. Es gehört zu den absoluten Befehlen. Liebe Geschwister, der Islam ist die Religion und der Weg, der der einzige Weg ist, der die Menschen zum Guten bringt, zum Guten führt, zum Richtigen führt. Der einzige richtige Weg. Und ich bin stolz, dass ich das hier und egal wo anderswo auch sagen kann. Und ich sage es laut und deutlich, Islam ist der einzige Weg, der wahre Weg. Dieser Weg muss natürlich vermarktet werden. Die Religion Islam muss vermarktet werden. Wir können nicht einfach uns setzen und sagen, ja, es wird schon den Menschen erreichen. Wie soll es den Menschen erreichen, wenn du es nicht vermarktest? Jede Ware muss vermarktet werden. Und Islam ist die Religion, ist die Wahrheit. Wir sind doch der Überzeugung, dass es die einzige Wegweisung ist, die noch existiert, von Allah nicht verändert worden ist, der Weg, der zum absoluten Schöpfer führt, dann muss dieser Weg auch vermarktet werden. Denn sonst kauft es keiner. Sonst kauft sie keiner, wenn sie nicht vermarktet wird. Wie wird das vermarktet? Wie wird das vermarktet? Und dazu kommen wir, wenn wir im Laufe dieses Vortrags heute Abend. Und dazu gehört der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Sein Leben, seine Lebensweise, seine Sunna, alles müssen wir uns zu eigen machen. Führen wir fort mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran über seinen Propheten sagt. Wie gesagt, Surah Al-Ahzab ist die Sure, in der Allah subhanahu wa ta'ala den Status des Propheten emporhebt. Besonders emporhebt. Im Verlauf dieser Sure, er werdet mehrere Stellen sehen, wo Allah den Propheten seine Stellung eleviert. Allah sagt in dieser Sure, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
Der Prophet hat ein Sonderrecht gegenüber den Gläubigen. Er besitzt eine Priorität gegenüber den Gläubigen. Wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hast du damit die Autorität des Propheten akzeptiert, dass er autoritär ist dir gegenüber und alles, was du hast. Was bedeutet das für uns als gläubige Menschen? Als gläubige Menschen bedeutet das für uns, dass das, was der Prophet getan hat, das ist für uns maßstäblich. Das ist der Maßstab für uns. Das ist das Vorbild. Und wie können wir uns Gläubige nennen? Wir können uns nur dann Gläubige nennen, wenn wir tatsächlich das tun, was den Propheten zufriedenstellt. Die Zufriedenheit des Propheten gehört zur Eigenschaft des Gläubigen. Es ist eine Voraussetzung, um ein Gläubiger zu sein. Denn ein Gläubiger tut nur das, was Allah und seinen Propheten zufriedenstellt. Das Herz, das heilige Herz des Propheten. Wie kann ich mich gläubig nennen oder wie kann ich mich Muslim nennen, wenn ich tagtäglich Sachen tue, die nichts damit zu tun haben, was der Prophet uns gelehrt hat? Und ich nenne mich Muslim. Was bringt mir das? Nichts. Und das haben wir in mehreren Vorträgen gesagt, dass es uns nichts bringt, wenn wir nur sagen, ich bin Muslim. An-Nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim. Du sollst dich nicht immer als Ersten betrachten. Den Ersten, den du betrachten sollst, ist dein Prophet. Ar-Rasul, der Gesandte, der heilige Gesandte, der Rahmatun lil Alamin ist. Segen Allahs für die Welt. Wir lesen in Surat Al-Qalam, im Vers Nummer 4, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu seinem Propheten, إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Wahrlich, dein Charakter ist der edelste, der höchste Charakter, den du hast. Allah lobt seinen Charakter. Und Allah hat nie im Koran einen anderen Propheten so gelobt, wie er den Propheten lobt. Der Einzige, der die Zustimmung, die Bestätigung von Allah bekommen hat, ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und Khuluq, also der edle Charakter, oder die beste Moral, die schönste Moral, die ein Mensch haben kann, die findest du im Propheten sallallahu alaihi wa sallam wieder. Wir werden auch dafür das Beispiel geben. Was lernen wir aus diesem Vers? Aus diesem Vers lernen wir, dass der edle Charakter zu den wichtigsten Sachen gehört, die ein Mensch zu erreichen hat. Die ein Mensch zwingend haben muss. Als was? Als Gläubiger. Denn natürlich, die Gläubigen streben diesen Weg an. Die Gläubigen streben diesen Weg an. Und das, was der Gläubige haben muss, ist der edle Charakter. Es hilft uns nicht, wenn wir unter den Menschen uns bewegen und wir sehen, jeder Mensch hat gute Aspekte in sich. Der eine ist reich, der andere ist wissend, der andere ist ein Professor, der andere ist vielleicht ein überragender Student oder Studentin. Aber du siehst, es mangelt. Auf der moralischen Ebene mangelt es bei diesem Menschen. Sei es als gläubig oder nicht gläubig. Die Moral ist wichtig. Das lehrt uns Moral. Und keiner kann sich Muslim nennen, wenn er keinen guten Charakter hat. Keinen edlen Charakter hat. Und das ist auch die Voraussetzung für die Schönheit oder für die Unschönheit des Einzelnen. Wenn wir einen Menschen sehen, der vielleicht äußerlich super aussieht, die Person hat die schönste Nase der Welt. Die Person hat die schönsten Augen der Welt. Die Person hat die schönste Figur der Welt.
Aber wenn wir uns dieser Person annähern, auch wenn wir objektiv nicht merken, dass diese Person eventuell schlechte Moral hat oder nicht im Besitz der guten Moral ist, wenn wir uns dieser Person annähern und mit dieser Person sprechen, dann sehen wir, dass diese Person doch unschön ist.